Unser heutiger Talkgast ist eine engagierte Kämpferin für die Rechte von Frauen. Unerschrocken prangert sie Zwangsehen an und hilft jungen muslimischen Mädchen und Frauen, die von Unterdrückung und Gewalt bedroht sind. Nun hat sie sich einem weiteren Thema zugewandt. Es geht um die sogenannte muslimische Parallelgesellschaft in Deutschland, um welche Gefahren von ihnen ausgeht, um Clans, die nach ihren eigenen Regeln leben und für die der deutsche Rechtsstaat ja schlichtweg wenig Bedeutung hat. Herzlich willkommen, Sabatina James. Grüß Gott. Wir reden gleich miteinander, aber zunächst einmal stellt uns meine Kollegin Birgit Hake diese unerschrockene Frau vor. Sabatina James, 33 Jahre alt. Eigentlich heißt sie anders, aber ihren wahren Namen darf sie nicht nennen. Seit Jahren ist sie auf der Flucht vor den Menschen, die sie am meisten liebt, ihre eigene Familie. Eine Familie, die sie bereits als Kind in Pakistan ihrem Cousin versprochen hat. Nur mit einer List gelingt ihr die Flucht zurück nach Österreich in ihre Welt. Trotz Morddrohungen und ständig wechselnder Wohnorte kämpft Sabatina James für die Rechte der Frauen. 60 Millionen Mädchen weltweit werden im Kindesalter verheiratet. Zur Ehe gezwungen, sonst droht ihnen der Ehrenmord. Ein Tabuthema, nur wenige trauen sich öffentlich darüber zu reden. Halten sich bedeckt. Sabatina James kennt das Leben in der westlichen und in der muslimischen Welt. Weiß, was es heißt, als Frau um Freiheit und Selbstbestimmung zu kämpfen. Sie sucht die Öffentlichkeit, trotz der täglichen Bedrohung. Sie lässt sich nicht einschüchtern, engagiert sich, gründet einen Verein für zwangsverheiratete Frauen und Mädchen. Und sie konvertiert zum Christentum. Damit bricht sie endgültig mit ihrer Familie, mit ihrer Tradition und ihrer Kultur. Das alles hat sie längst niedergeschrieben. Sie will anderen Frauen damit Mut machen, sich nicht aus Angst zu unterwerfen. Ja, Sabatina James, wir haben es schon gerade gehört, ist nicht ihr richtiger Name. Sie leben an einem geheimen Ort und wir durften nicht mal im Mittagsmagazin vorher mitteilen, dass Sie hier sind aus Sicherheitsgründen. Ihre Familie hat quasi das Todesurteil über Sie gesprochen, weil Sie sich nicht haben zwangsverheiraten lassen, weil sie zum Christentum konvertiert sind. Das ist jetzt schon alles viele Jahre her. Haben Sie keine Chance, irgendwann mal auf, auf Vergeben und Vergessen zu hoffen? Ich habe meine Familie seit 10 Jahren nicht gesehen. Und ich träume von meiner Familie. Ich wünsche mir, dass sie mich lieben. Aber ich weiß auch, dass meiner Familie die Ehre wichtiger ist als mein Leben. Manchmal wünsche ich mir, zurückzukehren, weil ich eben hoffe, dass sich vielleicht was geändert hat. Aber das Risiko, das herauszufinden, ist mir irgendwie zu groß. Das ist absolut nachvollziehbar. Diese Zwangsverheiratung haben wir gesehen in Pakistan. Die gibt es auch bei uns in Deutschland. Hat man da eigentlich irgendwie eine Vorstellung von einer Größenordnung, wie oft sowas hierzulande passiert? Ja, es gab eine Studie vom Bundesfamilienministerium, wonach etwa 3000 Frauen im Jahr zwangsverheiratet werden. Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher, weil die meisten Opfer schweigen, aus Scham oder aus Angst. Und außerdem können auch viele die Hilfe gar nicht bekommen, weil ihnen die Hilfe suchen, weil ihnen keine Sicherheit garantiert ist, nicht einmal von der deutschen Polizei. Und das Todesrisiko gehen die ja wenigsten ein. Sind diese Zwangsverheiratungen in Deutschland auch ein Beispiel für Sie, für diese Parallelgesellschaften, die Sie in Ihrem neuen Buch anprangern, also wo das Gesetz des Islam über das deutsche Recht steht? Ja, natürlich. Ich erlebe das in meiner täglichen Arbeit, dass Frauen, die zum Beispiel geschlagen werden, dann zum Imam gehen und der Imam sagt, dein Mann hat das Recht, dich zu schlagen, wenn du ungehorsam bist, weil es im Koran steht. Und ob das jetzt dann theologisch vereinbar ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die Tatsache ist, dass das passiert und diese Frauen in Unterdrückung leben und das in Deutschland. Wie konnten Sie das alles recherchieren? Ich meine, Sie können sich ja aufgrund Ihrer persönlichen Bedrohungssituation, und Sie sind ja nun wirklich bekannt in den Medien, ja nicht in diese Parallelgesellschaften in einigen Städten trauen. Ja. Also ich finde, das ist eigentlich gerade das Schlimme, dass wir mittlerweile so bedroht sind, dass die Menschenrechte in Deutschland nicht mehr gewährleistet sind, sodass man in gewisse Gebiete gar nicht mehr rein kann. Nicht nur ich jetzt, sondern auch die Polizei. Ich habe da mit Leuten zusammengearbeitet, die solche Menschen für mich interviewt haben. Aber was läuft denn dann schief bei uns in Deutschland? Ich meine, die meisten Migranten, das läuft alles wunderbar. Die sind integriert. Die wollen auch nichts mit diesen Parallelgesellschaften zu tun haben. Wie entsteht sowas und wie kann das so ein Eigenleben führen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir unsere Gesellschaft spalten. Das sehen wir schon jetzt gerade auch mit der Flüchtlingsdebatte. Ich meine, wir heißen neben den Bedürftigen auch die Gewalt
tätigen Radikalen willkommen. Und wozu das führt, sehen wir gerade. Und ich glaube, dass die Eskalation noch viel, viel mehr zunehmen wird. Wer sind diese und Gewalttätigen, von denen Sie sprechen, die wir willkommen heißen sollen? Die Gewalttätigen sind diejenigen, die Gewalt an Frauen lehren und sie auch praktizieren und die weiterhin in diesem Land leben dürfen, ohne dass ihnen etwas passiert oder sie zurückgeschickt werden. Das wissen wir vorher nicht, wer von den Flüchtlingen tatsächlich so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Erstmal aufnehmen und dann später schauen. Sie sagen ja, es passiert vieles falsch. Also Sie sagen ja zum Beispiel auch, die liberalen Rechte, die wir haben, dass man Kopftuch tragen darf, dass es Gebetspausen geben kann, dass es Islamunterricht in Deutschland gibt, das halten Sie auch für falsch? Also bei der Einwanderung heißt es immer, der Islam muss ja gar nicht so streng ausgelegt werden. Sind die Muslime dann erst einmal da, muss dann doch alles gewährt werden. Ich finde, das ist ein falsches Signal an die Muslime und eine Verachtung der einheimischen Bevölkerung. Also Entschuldigung, wenn ich das so klar sage. Entschuldigung, angenommen. Ja, aber so empfinde ich das. Und was heißt eigentlich, dass jemand integriert ist? Manche Leute sagen, wenn der Dönerverkäufer nebenan nett ist, ist er integriert. Die Frage ist aber nicht, ob er nett ist, sondern ob seine Vorstellungen mit den demokratischen Grundsätzen vereinbar sind. Das ist die Frage, die Zustimmung zu den Menschenrechten. Klare Worte von Ihnen, aber irgendwie sitzen Sie ja sozusagen in der Zwickmühle. Die Liberalen werden sagen, das ist Migrantenbashing, was Sie hier machen. Sie kehren die irgendwie zum größten Teil über einen Kamm. Und die Rechten der Gesellschaft, die Rechtsradikalen besser gesagt, die werden sagen, guck mal, da ist eine Muslimin, die sagt genau die Wahrheit. Also Nahrung für die Rechten geben diejenigen, die nicht differenzieren und die auch die Gewaltbereiten bei uns leben lassen wollen. Die schützen nämlich die Opfer nicht. Auch, und die Opfer, das sind auch liberale Muslime von diesen Gewalttätern. Und die letzte Frage, da könnten Sie wahrscheinlich 10 Minuten was zu sagen, aber wir müssen Sie fragen, was tun, was nun? Ich glaube, alles Entgegenkommen der deutschen Gesellschaft kann nicht reichen, wenn die, die in das Land kommen, wissen, dass sie auch hier bleiben dürfen, selbst wenn sie die Menschenrechte verweigern. Also klare Sache, wer sich gegen deutsche Gesetze stellt, der muss mit Konsequenzen rechnen und nicht sozusagen geduldet oder wie auch immer. Der muss zurückgeschickt werden, so würde ich sagen, gerade bei den Flüchtlingen. Wenn wir sehen das in den Asylheimen, diejenigen, die Gewalt anwenden, die muss man sofort wieder zurückschicken. Es passiert ihnen in den Flüchtlingslagern in der Türkei ja auch nichts, da ist es nicht so komfortabel, aber es passiert ihnen dort nichts. Und wir schützen damit die liberalen Muslime und die demokratischen Muslime, die Christen, die Jesiden, die dann in diesen Asylheimen von diesen Gewalttätern angegriffen werden. Ich könnte noch weiter mit Ihnen reden und auch gerne streiten über den einen oder anderen Punkt. Spannend, Ihnen zuzuhören. Das passt schon. Das passt schon, wie man in Österreich sagt. Alles Gute, passen Sie gut auf sich auch. Danke für Ihren Besuch. Danke Ihnen.